Regierungsbezirk und auch von weiter her aus über 50 Ländern. Und ganz oft haben wir in der Therapie und Beratung damit zu tun, dass die Menschen trauern, weil gerade jemand gestorben ist, weil jemand umgebracht worden ist, erschossen worden ist oder im Gefängnis zu Tode gekommen ist, weil jemand auch vermisst ist, verschollen, man gar nicht weiß, was mit denen ist. Und die Menschen, die zu uns kommen, die können sich nicht verabschieden, die können auch nicht an der Begräbnis teilnehmen, sie können auch nicht zu dem Grab gehen und haben hier in Deutschland eigentlich auch keinen Platz, der so zu ihnen gehört, der nicht anderweitig besetzt ist. Und wir haben gedacht, wir möchten gerne einen Platz schaffen, an dem Trauer möglich wird, möglichst auch mit irgendeiner Handlung. Und das sollte nicht bei uns in den Therapieräumen sein, weil das Gefühl, das haftet denen dann auch so an und ist dann immer so da. Und dann haben wir vor 5, 6 Jahren eine Projektgruppe eingerichtet mit Menschen aus 12 verschiedenen Ländern, die sich damit beschäftigt haben, wo gibt es Unterschiede, Gemeinsamkeiten in der Trauer in verschiedenen Kulturen, Ländern und Regionen und wie sollte so ein Ort aussehen, die ein Konzept gemacht haben. Wir haben eine Ausschreibung gemacht an Künstler, haben über 50 Entwürfe bekommen. Und dann hat eine Jury mit Beteiligung von uns in der Projektgruppe sich für diesen Entwurf der Anne Mommerts entschieden. Der gefiel uns gut, weil er eine Mitte hat, eine Gemeinschaft ermöglicht, indem man um diese Mitte rumsitzt, aber auch wenn man allein ist, eine Mitte hat, auf die man sich beziehen kann. Und weil er einen auch so in Bewegung bringt. Also wenn man hier so rumgeht, zur Mitte runter, da was machen kann, was auch immer. Und dann wieder auch hoch und rausgehen kann und dann vielleicht das, worum man trauert, auch hier lassen kann und weiß, es ist so gut aufgehoben. Ich muss nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche immer wieder diesen Schmerz aushalten. Dass er jetzt nicht Trauerort für Flüchtlinge heißt, liegt daran, dass wir in diesem ganzen Prozess ganz viel angesprochen worden sind von anderen Zuwanderern und von Monodeutschen. Können wir denn da auch hinkommen? Und da kamen ganz viele Geschichten, die haben zum Teil mit unserer Nazi-Vergangenheit zu tun, zum Teil mit Vertreibung, zum Teil aber auch mit der Mobilität, die jetzt ist, dass die Menschen auch so keinen Platz haben. Und wir haben gesagt, natürlich gern, und wir finden es besonders schön, dass außer dem Bedürfnis von Flüchtlingen heraus hier was entstanden ist, was allen, unabhängig von Herkunft, Region und sonstigem, ein Bedürfnis erfüllt. Wir gehen mit unseren Klienten, Klientinnen hierhin, einzeln in den Therapien und Beratungen. Wir machen auch einmal im Jahr eine gemeinsame Feier, nur für die Leute, die so zum PSZ gehören, ohne Presse und Öffentlichkeit. Und wir machen aber auch was, und was mehr mit dem Anlass heute zu tun hat, dass wir einmal im Jahr hier eine Veranstaltung machen, um der Flüchtlinge zu gedenken, die auf dem Weg nach Europa ums Leben gekommen sind. Wir haben das im Mai gemacht, da hatten wir eingeladen den Diahari Koudiogo. Diahari stammt aus Mali, hat in Marokko studiert und in der Zeit mit den Flüchtlingen gearbeitet, die dort gestrandet sind und versuchen nach Europa zu kommen. Und er hat wirklich ganz üble Dinge erzählt über das Leben dort, die haben dann so Plastikzelte notdürftig in den Wäldern und versuchen irgendwie mit Gelegenheitsjobs über die Runden zu kommen. Es gibt keine soziale Versorgung, auch keine medizinische Versorgung. Und immer wieder werden Flüchtlinge, auch wenn sie aufgegriffen werden, in der Wüste ausgesetzt, nachdem man ihnen vorher noch die Schuhe und das Handy abgenommen hat und auch ohne jegliche Ausrüstung und die eigentlich da zum Tode verurteilt sind, weil da kann man so nicht lebend rauskommen. Und gerade vor kurzem, vor 1, 2 Wochen, ist jemand, der in die Wüste gefahren ist, um die einzusammeln und wieder zurückzubringen, erschossen worden. Und diese kleine Gruppe, es gibt ein paar kleine Gruppen in Marokko, die sich um die Flüchtlinge kümmern, fürchten eben auch um ihre Ehrenamtlichen und die paar wenigen Hauptamtlichen, die da arbeiten. Wir haben einen Kontakt zu denen, so alle 2 Jahre werden Kolleginnen von uns eingeladen und die Landeskirche bezahlt dann die Ausgaben, weil sie sagen, wir brauchen auch Fortbildung, wir müssen auch wissen, wie gehen wir mit diesen vielen suizidalen Krisen um und wie halten wir es auch aus, dass wir nur so begrenzt helfen können. Und da ist so ein ganz guter Kontakt jetzt entstanden mit denen.
Freiwilligen in Marokko. Und das wollen wir eben auch hier hinbringen. Also wir wollen auch so Stachel im Fleisch sein mit diesem Trauerort, hier so gerade in der Altstadt, mitten in dem Gewusel und mitten im Kommerz. Im Mai hatten wir dann hier ein Gedenken an Flüchtlinge und eine Information von Yahari. Und Yahari hat dafür ein Gedicht geschrieben und das habe ich euch auch noch mal mitgebracht. Unvergessliche Gesichter. Der Himmel war still und scheu. Die Nacht küsst die erbarmungslosen Morgen. Kein Vogel sang und du segeltest. Leben fischen, Frieden fischen. Tod hing an deinem Haken. Fürchterlicher Hai, gebrochene Träume, gebrochenes Leben. Jetzt bist du gegangen, aber dein stoisches Lächeln bleibt. Es scheint, die Welt hat keine Zeit, sich an dich zu erinnern. Sie sagen, du bist ein unerkannter Fremder, aber nicht für mich. Lass mein Herz eine Walze und meine Finger eine Feder sein, dann werde ich die grausamen Wellen des Wassers auflösen, niederschreiben den wunderschönen Namen Bruder, Schwester. Ich werde dein berühmtes Gesicht an den Himmel zeichnen, Mensch. In allen Spinnennetzen und in der Wunde meines Herzens würde ich deinen Grabstein erheben. Niemals wirst du vergessen sein. Jetzt Ruhe, mein Freund, Ruhe in Frieden. Ich hätte auch wirklich das Gefühl, man kriegt so eine Beziehung zu dem, den man trägt. Und ich glaube auch für einen selber und auch für die, die uns sehen und wahrnehmen, ist es am meisten wahrnehmbar, wenn man auch so da drin bleibt. Und das ist natürlich bei so einem weiten Weg, aber es ist halt auch was, ja, wie ein Gefühl bei so einer Beerdigung. Die Musik und ja. Und die engen Gassen jetzt auch, ja. Ja, also jetzt auch gerade durch diese Ecke, da hat sich schon genau die Gesichter, die man da auch vergessen. Ja, ich glaube, das ist auch schon ein starker Anblick, wenn wir da sehr getragen und so hier gehen. Ja.